Eines von den neuen Features von Battlefield 4 ist das Levolution. Durch Levolution werden Mehrspielerkarten stark verändert. Und in diesem Video wollen wir euch vorstellen, was man da so alles machen kann. Und wir gehen alle Karten durch und sagen euch, wo man was auslösen kann. Wo sind wir hier? Das ist die Karte Dawnbreaker. Hier löst ihr, wie ihr im Bild gesehen habt, ein Ventil oder dreht es auf Maximum. Und dann passiert das. Es explodieren entlang der Gasleitung die Straßen und die Brücke in der Mitte bricht ein. Ah. Und im Flood Zone, das ist ja so ein Sumpflevel beinahe. Also da kann man, denke ich doch mal, den Wasserspiegel steigern. Und zwar recht ordentlich. Am Anfang kann man da noch zu Fuß rumlaufen und sobald der Damm zerbricht, man kann ihn zerstören mit Raketen, Granaten, Ähnlichem, steigt der Pegel einige Meter an und zwar auf der ganzen Map. Man muss also durch die Gegend schwimmen. Also Goldmoot Railway ist eine der etwas langweiligeren Karten. Ach ja, das ist die Karte mit der Eisenbahn und ich glaube, man kann einfach nur die Eisenbahn losfahren lassen, richtig? Genau, die Eisenbahn hat einfach eine Flagge, wenn man zum Beispiel Domination spielt oder ähnliches. Ja gut, ist also eine mobile, genau. Ein mobiler Fahnenpunkt auf einmal. Mit zwei MGs an jeder Seite und die fährt dann in Richtung eurer Basis, wenn ihr sie einnehmt. Es gibt auch noch einzelne Ladungen, die auf der Map verteilt sind, die man zünden kann, entweder durch einen Zünder oder durch Sprengladungen, ja. Eigene. Oh, den Highland Resort, also das ist so eine Karte mit so einem Hotel in der Mitte und das Hotel kann man dann halt komplett zerlegen. Zumindest zu großen Teilen kann man es zerlegen. Der linke und rechte Flügel sind zerstörbar. Wenn man die Wände im ersten Stockwerk mit einem Fahrzeug oder so vernichtet, brechen die komplett ein. Das sieht, finde ich, auf der Karte ganz schön spektakulär aus, wenn das ganze Ding jetzt so runterkommt. Ja, das macht sich wirklich schön mit der Levolution. Ja. Und hier sind wir in Langkang Damm. Also da ist eben ein Damm und kann man auch durch Panzergranaten oder durch viele Schüsse zerstören. Das dauert eine Weile und da ist es auch schwer, sehr nah an das Ding heranzukommen. Genau, also das ist wirklich eines der Levolution-Ereignisse, dass es wirklich sehr viele Schüsse braucht, um ausgelöst zu werden. Ja. In Operation Locker geht das aber schon deutlich schneller vonstatten. Ja, das ist sehr einfach. Einfach einige C4-Ladungen oder zwei, dreimal mit der Rakete auf den Turm in der Mitte, den Wachturm. Und wenn man den in die Luft jagt, bricht er ein und öffnet einen Weg in die untere Ebene. Was sehr praktisch ist, weil auf der Karte kann man durch diese unteren Wege viele Punkte erreichen. Das ist ja. Genau, im Prinzip hat diese Karte komplett zwei Ebenen über die ganze Länge. Und diese Karte hier kennt man ja schon von diversen Vorschau-Events und die Karte heißt Parasol Storms und da bricht ein Sturm los, aber es gibt eine Fregatte, die nicht sich nur von diesem Sturm loslöst, sondern da muss man selbst sogar rangehen und diese Verankerung dann wegschießen. Genau, diese Windturbinen, die eine, an der erkennt man, die hat Risse im Fundament. Wenn man auf die einige Male schießt, dann zerbricht die Turbine. Und das Schiff steuert in Richtung der Insel. Und das wird dann später ganz, ganz praktisch, weil auf der Karte sind recht viele Luftfahrzeuge unterwegs. Und auf diesem Schiff gibt es nun mal dann ein bisschen einige Möglichkeiten, eben gegen Helikopter und gegen Jagdflugzeuge vorzugehen. Ach, die Karte kennt man auch sehr gut. Das ist nämlich Burg Transmission und da ist so ein riesen Satellitenspiegel auf der Karte. Ja, genau. Zu beiden Seiten, den Spawns der jeweiligen Teams, sieht man so Stahlseile. Ah, okay. Ich glaube, jeweils fünf an der Zahl, wenn man diese zerbricht, zerstört, dann bricht dieses Radioteleskop, ist es, glaube ich, in die Mitte ein. Ja, richtig. Und ermöglicht so wieder verschiedene Wege zwischen diesem riesigen Dach und dem unteren Punkt.
Und dann ist man auch nicht mehr geschützt gegen Lufteinheiten dort unten. Ne? Genau. Ja, und jetzt aus der Beta-Version bekannt, das ist nämlich hier Siege of Shanghai. Und ja, es hat eines der, ja, eigentlich den spektakulärsten von allen Devolution-Effekten. Da kommt ein Wolkenkratzer richtig runter und nachher kann man dort in diesem Areal sogar noch weiterkämpfen. Genau, und wie bei einigen Revolution-Effekten ändert sich auch die Position der Flagge in dem Fall. Und jetzt noch zuletzt, das Zavod 311, das ist eine Panzerfabrik. Und was kann man da anstellen? Ja, wie ihr seht, in der Fabrik steht ein PC mit einem 3-Minuten-Timer, den kann man auslösen. Wenn man dann 3 Minuten wartet, geht's hoch. Cool. Der Turm kommt runter, eröffnet auch wieder einen Weg in den Untergrund und verhindert, dass durch die Mitte noch Panzer durchfahren können. Praktisch. Also wie ihr seht, Revolution-Effekte gibt es wirklich auf jeder Karte. Manche sind ein bisschen geringer, andere recht groß. Und ja, es ist, hat auch großen Einfluss auf das Spielgeschehen. Das muss man festhalten. Ja, und sie sind optisch oftmals sehr beeindruckend. Oh ja.